Was zieht man aus 11 World Cup Hero Packs? Wir machen heute den Test und ziehen die Packs von den Abonnenten. Und mein Pack werde ich natürlich auch ziehen, denn ich habe die Version auch vorbestellt. Ich hoffe auf ein paar gute Karten. Let's go! So, und damit gehen wir jetzt rein ins erste WM Hero Pack in diesem Video. Und das öffnen wir jetzt ganz entspannt. Einfach so, einfach hingucken und genießen. Ich hoffe es zumindest. Ich wünsche dem Mann ganz viel Luck. Ich werde mein Pack natürlich auch noch öffnen. Sieht auf jeden Fall erstmal super geil aus. Und das wird... Ey, ganz ehrlich, der ist eigentlich krass, weil der hat 99 Tempo, 92 Dribbling, 86 Schießen. Und der ist ja auch schon bei den normalen Heroes einer der besseren Karten. Forster Skills, Forster Weakfoot. Sieht sehr, sehr geil aus, das Design. Auch links dieser neue, das neue Design. Feier ich. Guter erster Mann. So, wir gehen rein ins zweite Hero Pack. Öffnen das Ding in 3, 2, 1. Und zack. Wir lassen uns jetzt hier überraschen, machen ein Stat Reveal. Von unten nach oben mit den zwei Legenden. Einer davon ist Nationalspieler, habe ich gehört. Wir gehen rein. Wir schauen uns jetzt hier erstmal die Schuhe an. Wir schauen rein in die Geschichte. Was hat der Mann für Schuhe? Ja, die leuchten auf jeden Fall. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht wirklich deuten, wer das sein soll. Was ist für eine Flagge? Argentinien. Das kann ja eigentlich dann fast nur Mascherano sein, oder? 56,90 drin. Mascherano, würde ich persönlich sagen, ist jetzt nicht der heftigste Baller, den man ziehen kann. Aber die Karte an sich sieht schon nice aus und wenn man den wieder Innenverteidiger zocken kann, ist der in Ordnung wahrscheinlich, oder? Was hat er noch für Positionen? Wenn man ihn als Innenverteidiger zocken kann, und das kann man, dann ist er okay. Der ist okay. 90 verteidigen ist auf jeden Fall nice. So, wir sind auf dem dritten Account angekommen. Wir gehen rein in 3, 2, 1 und wir werden das Ganze im Stat Reveal öffnen. Dullen Mike muss uns hier Glück bringen. So, das Pack ist geöffnet. Wir gehen rein. Ob das so gut wird, wie Dullen hier anzeigt, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall kein Torhüter. Digga, 91 Physis. Das sieht fast schon zu gut aus. Okay, wir machen mal weiter. Wenn jetzt noch verteidigen krass ist, 82 verteidigen, Digga, das sieht, ey, das sieht echt gut aus. 87 Dribbling. Ey, warte mal kurz. Hat er den Checkpot geknackt? Ey, ist das wirklich 88 passen? 85 Schießen, 82 Tempo, es ist Yaya Touré, oh mein Gott. Ich habe alles gesehen. Einfach Yaya Touré gezogen, ich glaube das nicht, das war das dritte Pack. Der Mann kostet aktuell, ja, zwischen 2 und 3 Millionen Coins. Die Karte sieht unfassbar gut aus, es ist absolut heftig. Ciao, Leben. Wir können das Video an der Stelle beenden. Bruder, wie soll ich mir den denn leisten, Alter, fürs Team gleich? Ach du, oh mein Gott, lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo dafür da. So, wir gehen rein ins vierte FIFA World Cup Hero Pack von der Legende Niggy McLean. Wir gehen rein, 3, 2, 1. Das öffnen wir mal wieder auf ganz entspannt trocken. Und zwar will ich da jetzt was Gutes sehen. Ich dachte kurz an Son. Komplett lost. Aber es ist Park Ji-sung und der sieht von den Stats her gut aus. Ich glaube, seine normale Hero-Karte ist auch schon gut was wert. Deswegen denke ich, ist der nicht schlecht. Wir gehen rein. Forster Skills wären bei dem noch sehr, sehr cool gewesen, bin ich ehrlich. Du kannst den allerdings auch noch als RM, LM und LF zocken. Schade, dass man den nicht als ZM spielen kann. Finde ich schon wieder ein bisschen quatschig. Aber alles in allem eigentlich eine echt stabile Karte. Dazu noch Premier League als Liga. Wäre ich mit zufrieden. Wäre ich mit zufrieden. So, wir gehen rein in unser fünftes Hero Pack. Dieses Mal Frankreich Stürmer. Papin, Papin. Ey, ohne Witz. Der hat unfassbar krasse Werte. Hat er 3-Sterne-Skills noch oder 4? Okay, er hat immer noch 3-Sterne-Skills. Ist krass. 500, 400.000. Gehört jetzt nicht zu den teuersten, aber ist auch nice, finde ich. So, wir gehen rein ins nächste World Cup Pack. Und wir machen wieder ein Reveal von unten nach oben und schauen uns das Ding gemeinsam an. Kylian Mbappé ist gleich Ginola, wollte ich sagen, aber das ist Quatsch. So, wir gehen rein von rechts nach links. 77 Physis. Ist schon mal kein Ja-Ja. 45 verteidigen ist schon mal ein Stürmer wahrscheinlich. 85 Dribbling. Darunter 90 Beweglichkeit ist stark. 74 passen, 94 schießen. Ey, warte mal kurz. Das ist entweder Forlan oder wieder Papin. 85 Tempo ist, ja, wieder Papin. Back to back, alles klar. So, wir gehen rein ins nächste FIFA World Cup Hero Pack. Grüße gehen raus an den Kollegen. Ihr seid die Besten. Danke fürs Ziehen. Holland, das wird köit, oder? Aber in der Premier League. Die Karte sieht viel besser aus als die aus der Eredivisie von dem Mann. 87 Tempo, 86 Dribbling, 90 schießen. Das Ding wird schneller geskippt als noch was.
Forster Skills immerhin. ZM und ZOM spielbar. Ich finde nicht schlecht. Ey, ich bin ganz ehrlich mit euch. Die Karte sieht geil aus. Ich habe den mir vorher gar nicht so genau angeschaut. Aber der ist gut. Kostet aktuell 200.000 bis 500.000 Münzen, würde ich mal schätzen. Also ist okay. So, wir öffnen das nächste World Cup Hero Pack von Nüffer. Klose Goat FC. Der bekommt jetzt hier einen Rudi Völler auf Ansage. Frankreich. ZOM. Govu. Wahrscheinlich mega gut ausgesprochen. Die Karte ist übertrieben gut, finde ich. 90 Tempo, 89 Dribbling, 90 Schießen. Den kann ich aber ganz safe nicht in der World Cup Hero Karte kaufen, glaube ich, weil der kommt erst in Team 2 rein. Wir haben gerade immer nur Team 1 Heroes gezogen, aber der ist safe Team 2. Forster Skills, Forster Weakfoot. Meiner Meinung nach saugute Werte. Kannst du auch als RR Mittelstürmer und Stürmer zocken. Wenn man jetzt auf den Markt schaut, nee, gibt's noch nicht. So, wir machen weiter. Wir haben, ich glaube, 7 verschiedene Heroes gezogen. Ich will den nächsten haben. Wir gehen rein. Nation USA. Donovan? Donovan. Digga, warte mal kurz. Wie krass sieht der bitte aus? 92 Tempo, 90 Schießen, 87 Dribbling. Dazu hat er auch ein richtig geiles Bild. Sieht aus wie Captain America. Ist wahrscheinlich, soll wahrscheinlich Captain America sein. Passend zur USA. Forster Skills, Forster Weakfoot. Spielbar als ZOM Mittelstürmer und Stürmer. Also ohne Spaß. Finde ich mega nice, die Karte. Jetzt will ich hier nochmal was Gutes sehen. Wir haben bereits den Besten gezogen mit Yaya Touré. Komm schon, Junge. Gönn mit der Flagge. Mexiko. ZDM. Marquez. Weiß ich nicht. Kannst du auch als Innenverteidiger zocken? Und ich bin ehrlich mit dir, ich hätte jetzt lieber den Torhüter gesehen, weil der fehlt uns noch. Aber Marquez ist, glaube ich, ey, ich will gerade irgendwas Positives über den sagen. Aber das ist safe einer der schlechteren, leider. Man kann ihn als Innenverteidiger zocken und da ist er safe ein Schrank. Und ja, die Karte ist an sich nicht schlecht, aber er gehört halt wirklich eher zu den schlechteren Heroes. So, wir gehen rein. Wir haben doch noch ein oder zwei Packs, bevor wir reingehen in Mainz. Deswegen, wir gehen da direkt rein. Sieht hier ein bisschen milchig aus, das Ding. Aber vielleicht ist das Pack dafür umso besser. Smolarek, oder? Der ist auch stark. Aber warte mal kurz, was hat denn der für eine Liga? Hat er die polnische Liga? Sieht stark aus und das ist tatsächlich die polnische Liga. Aber die Stats sind krass und den gibt es auch nicht auf dem Markt. So, wir gehen rein ins letzte World Cup Hero Pack vor meinem und es wird wieder der Kollege, den wir auch schon gezogen haben. Al-Owairan. Ja. Ist auf jeden Fall aber ziemlich geil. Wir haben den zwar schon gezogen, aber der ist echt sehr, sehr stark. So, Jungs, und damit gehen wir jetzt zum Abschluss rein in mein FIFA World Cup Hero Pack. Ich will da jetzt wirklich was sehen. Wir werden das Ganze in einem World Cup Hero Roulette machen. Das heißt, ich ziehe das Ding jetzt und dann geht jetzt hier direkt die Elgato aus und ich schaue auch nicht hin. So, wir gehen rein ins Roulette auf meinem Account. Wir werden es jetzt so machen. Ich werde jetzt von der besten Karte, die möglich ist, bis zur schlechtesten, beziehungsweise mein Lieblingsspieler bis zu dem Spieler, den ich auf keinen Fall haben will, ein Roulette machen. Bitte Yaya Touré. Schade, es ist nicht Yaya Touré. Ansonsten hätte ich natürlich sehr, 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 sehr gerne einen Claudio Marquis. Sio, oh nein. Okay, wir machen weiter. Diego Forlan wäre auch sehr, sehr geil. Ah, ist es nicht? Dann nehmen wir seinen Bruder mit der ähnlichen Frisur. Rudi Völler. Rudi Völler wäre heftig. Ist es aber auch nicht. Okay, ich hätte unfassbar gerne einen Lucio. Digga, das wäre ultra geil. Sage ich euch, wie es ist. Aber er ist es auch nicht. Okay, wir machen weiter. Wie wäre es denn mit JJ Okocha? Oh mein Gott. Er ist es nicht. Okay, wir holen uns Papin. Aber ich will den nicht haben, ne? Ich will den eigentlich nicht haben. Okay, ich bekomme ihn auch nicht. Okay, wir gehen mal auf Nakata. Ist es Nakata? Ist es auch nicht Nakata? Ist es Owairan mit 99 Tempo? Den haben wir heute auch schon öfter gesehen. Er ist es nicht. Oh nein, bitte kriege ich jetzt nicht das schlechteste Pack von allen. Okay, wir haben noch ein paar gute. Q-Well, oder wie man den ausspricht. Ist es nicht... Bitte, Govu. Bei dem habe ich eben gesagt, dass ich den gut fände. Sydney Govu ist es auch nicht. Okay, so langsam wird es quatschig. Ricardo Carvalho ist es auch nicht. Alles klar. Ey, es sind nicht mehr so viele übrig. Brolin, den habe ich gerade erst aus dem Hero-Pack gezogen. Okay, ich habe ihn aber nicht bekommen. Digga, es sind keine guten Karten mehr da. Mascherano ist es auch nicht. Ist es Marquez? Es ist auch nicht Marquez. Ist es Donovan? Es ist auch nicht Donovan. Dann muss es Smolarek sein. Es ist auch nicht Smolarek. Ich krieg die Krise. Wenn ich jetzt Cap de Villa bekomme, ich gehe... Hä? Warte mal. Jungberg. Digga, ich habe jetzt nicht hier wirklich Campos bekommen, oder?
Nee. Okay, es ist entweder Coit oder Peter Crouch. Ich bekomme doch jetzt nicht Peter Crouch. Das kannst du doch keinem erzählen. Ich schwöre, ich habe hier die Liste mit den Leuten, die gezogen haben. Jede Hero-Karte, kann ich sagen, ist ganz nice. Ich bekomme Peter Crouch. Guckt ihn euch an. Er hat Forster-Skills bekommen und ist lengthy. Let's go, Digga. Oh mein Gott, ey. Ich glaube das gerade nicht. Ich glaube es nicht. Boom. Unser Team steht. 11 World Cup Heroes haben unser Team bestimmt. Das ist das Team am Ende des Tages geworden. Den guten Govu, Marquez und Donovan gibt's leider noch nicht. Die kommen erst in Team 2 dann in die Packs. Und außerdem habe ich mir noch fürs Tor einen Campos gegönnt. Als kleine Entschädigung dafür, dass ich Peter Crouch gezogen habe. Ich glaube es immer noch nicht. Und das Team werden wir jetzt testen in einer super geilen Partie. Weekend League. Ich glaube, das wird absolut Quatsch. Habt ihr das gerade gesehen? Peter Crouch neben Campos. Junge, das sah so cool aus. So, wir gehen rein. Die Trikots sehen auch super geil aus. Danke, EA. Nein. Oh Mann, wir waren am Drücker. Egal, da geht noch was. Oh Mann, Alter, das wird der komplette Bruch für mich, wirklich. Erst Peter Crouch aus dem Pack, jetzt die Weekend League Niederlage. Ich kann nicht mehr. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ja, komm, da geht noch was. Wer war's? Wer war's? Wer war's? Coit, den hätte ich gern gezogen. Oh. Dass der Forster Skills hat, ist schon witzig, muss ich sagen. Peter? Oh, macht er gut. Jetzt. Peter. Peter Crouch bekommt ihn aufgelegt. Peter, die Maschine. Nicht gut. Digga, ich move den perfekt. Das war der dritte Schuss des Gegners. Es ist Wahnsinn. Ja. Peter. Oh mein Gott, Alter. Jetzt wird er aber richtig hier... Ja, let's go. Was ist das für ein Spiel? 4-3. Oh, Bruder. Der Ball wäre weg gewesen, aber der Gegner senzt uns um. Und jetzt kann es Peter Crouch, der Man himself, klar machen. Mit 93 Elfern rechts oben in die Ecke. Er ist der Beste. Dreierpack Peter Crouch. Ich freue mich über den Mann. Peter. Er ist unstoppable, Mann. Da bist du doch. Damit gewinnen wir Info Champions mit 2 Abwehrspielern. 6-3. Hat richtig viel Spaß gemacht. Peter Crouch, super Karte. Ich werde euch jetzt das ganze Jahr sagen, dass ich Peter Crouch First Owner habe. Super geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Wir sehen uns morgen zum nächsten wieder. Macht es dann gut, haut rein und ciao.